zurück bei Lost Sphere haben wir jetzt hier mit Galdra. Eigentlich war es schon klar, dass es eine Frau ist, oder? Wusstet ihr es vorher? Wusstet ihr es vorher? Sagt es mir mal. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Sind wir mit Galdra jetzt auf dem Weg weiter zur Hauptstadt. Widerwillig angeschlossen, aber halt. Was sollst du doch mitnehmen? Und das auch. Und das. Und das. Und das. Sieht aus wie eine Art Artefakt, aber etwas darin ist anders, nicht? Es wirkt irgendwie unheilvoll. Merkwürdig. Was hast du, Kanata? Es hat eine Kraft, auf die Erinnerungen nicht wirken. Ich kann es nicht wiederherstellen. Ich glaube, es könnte Unheil anrichten, also will ich es nicht, also will ich es verändern. Aber es klappt nicht. Diese dunkle Macht kommt nicht vom Artefakt selbst. Ich spüre einen tiefen Groll und einen Verlangen nach Rache. Kanata, Tianto, macht euch darüber später Gedanken. Das Imperium ist uns auf den Fersen. Wir müssen die königliche Hauptstadt erreichen. Du hast recht, Wan. Gehen wir weiter. Hat das mit dem Mann aus dem Mond zu tun? Vilja. Lass mich ran, da denn sie Vilja. Der einzige Weg zur königlichen Hauptstadt führt über die Brücke im Nordwesten dieses Dorfes. Gut, dass sie nicht verloren gegangen ist. Beeilen wir uns. Wir müssen hier wieder weg, bevor das Imperium aufkreuzt. Wie geht's dir, Galdra? Viel besser, danke dir, Kanata. Okay. Ich geh mal rein. Gucken schadet ja nicht. Da gibt es zum Beispiel was zum Holen. Die steht auf einem Podest. Und hier kann ich auch noch was holen. Ich habe jetzt so viel zu essen geholt. Komm, jetzt muss hier doch mal was dabei sein. Zutatensuche. Ich brauche Creme-Avocados für Avo-Salat. Kannst du mir helfen? Nein. Creme-Avos, ja. Creme. Creme-Avos. Schade ist, dass es nicht so ganz nach Alphabet sortiert ist. Creme-Avos. Meistens haben die irgendwelche Sachen, die man eh nicht hat, wetten? Nein, habe ich nicht. Ah. So, warte mal. Wie sah es hier aus? Ah, gut, das war alles voll. Ich hatte ja erst geschlafen, deswegen. Diese 50 Jahre waren die besten 50 Jahre meines Lebens. Danke. Ich sollte dir danken für deine große Liebe in all diesen Jahren. Danke. Na, du kennst mich ja. Hier hast du was anderes zu unserem Jubiläum. Für mich, das war doch nicht nötig. Liebster Pioneer, Paineo. Unser erstes Date. Endlich. Kaum zu glauben, dass sie mich so mag, wie ich sie. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Sie hat sich etwas verspätet. Sie hat das noch nicht eingefädelt, um mich wie einen Idioten abblitzen zu lassen. Okay. Wo ist mein Tamus?
Waren seine lieben Worte nur ein schlechter Scherz? Unser erstes Date ruiniert? nein. Wie gemein, er weiß, dass wir verabredet sind. Habe ich was falsch gemacht? Ach man, das kann ich jetzt auch nicht so lassen, ne? Das wäre jetzt voll gemein von mir. Hast du Pione gesehen? Nein? Ja, vielleicht sollte ich einfach heimgehen. Leute. Leute, bitte. Beweg dich doch bis da vorne hin. Oh Mann. Ach. Oh. Okay, ich bin mal raus. Ab hier muss das Spiel jetzt USK 18 haben. Hust, hust. Moment. Warum kann ich hier nicht rüber? Hallo? Aber hier, nee. Hier lang? Ah! Die Brücke wird also gerade repariert, was? Sieht ganz so aus. Aber das ist der einzige Weg zum Königreich. Das Glück ist uns nicht hold. Verzeihung, aber was ist mit der Brücke los? Hä? Dumme Frage. Siehst du nicht, dass sie repariert wird? Wie lange wird das dauern? Keine Sorge, morgen könnt ihr sie überqueren. Was sollen wir denn bis morgen in so einem Kuhkaff anstellen? Wir können es nicht ändern. Dann müssen wir eben bis morgen warten. Im Krieg nutzt der kluge Soldat jede Chance, sich auszuruhen. Morgen geht es weiter. Ja, morgen geht es weiter. Es ist schön. Oh, danke. Wir müssen also wieder das Gasthaus suchen. Oh. Gut, da oben ist ein Händler. Warum habe ich den eigentlich nicht gesucht? Willst du dich für deine Abenteuer ausrüsten? Ja, das geht runter und... Es geht hoch, aber sie nutze ich jetzt gerade nicht. Oh, den wilden Adler. Na komm, nehmen wir die Kristallfaust auch noch mit. Brecherklinge. Muss ich gleich mal gucken, ob das so geht. Jo, komm. Ausrüstung. Das war eine 91er Waffe, ne? Boah, das ist schon nicht schlecht. Wo waren jetzt Kanada da? Ah. Da sind 4 Verstärkungen drauf, das darf man nicht vergessen, ne? Ja, das macht schon einen Unterschied. Das macht schon einen riesigen Unterschied. Ein Kreuz des Südens hat normal als Grundwert. Den Grundwert möchte ich sehen. Ich möchte den Grundwert sehen. Verdammt, den Grundwert sehe ich nicht. Naja. Ich habe jetzt hier ein paar Sachen, die ich verkaufen kann. Ja, toll, damit bekomme ich ein bisschen was an Geld wieder. Olli, olli. Oh, davon habe ich, ja. Boah, das ist schon mal ein bisschen was. Toll, davon nur ein. Rotes Löcherschild taugt nur zum Verkauf. Taugt nur zum Verkauf. Platinerz hat einen extrem hohen kaputtes Schwert. Hohen Tauschwert. Löcherschuhe. Alte Brille.
Moosball, Schrott. Hansenbeutel. Huigras. Kringelschrift, Entschuldigung. Wer könnte das denn sein? Ist das die Geldbörse von Locke? Egal, mit der Brecherklinge. Den Namen. Muss ich gleich gucken, denn. Ich hätte mich vorher ein bisschen genauer informieren sollen. Guck mal, 91 weniger, aber 94 da drauf. Ich muss es jetzt mal testen. Das sind jetzt ein paar Punkte weniger. Ja, ich möchte kaufen Spirit nie. Ja. Rot, Indigo. Okay, Ausrüstung verstärken. Jetzt haben wir genau diese Waffe. Den Kreuz des Südens, den habe ich doch gar nicht ausgerüstet. Ich habe doch die Brecherklinge ausgerüstet. So, jetzt rüste ich die mal voll aus. Guck mal, jetzt bin ich schon drüber. Und dann macht es schon wieder Sinn, Kanata selber zu verwenden. Weil der mal eben hier richtig böse Schaden macht. Komm bald wieder. Ihr habt definitiv. Schön, dass du so stark bist, aber nehme ich doch lieber Kanata. Das ist mir Kanata ein bisschen sympathischer. Ach Mann. Okay, das heißt, wir sollen also rein theoretisch schlafen gehen, uns einfach mal hinlegen und schauen. Ich weiß nicht, was sie jetzt von mir möchten. Oh. Ah! Oh nein! Was passiert denn hier? Hört sich an, als wäre etwas Großes in 1000 Stücke zersprungen. Die Vase, unser kostbares Erbstück, zerbrochen. Was? Du meinst das Kronjuwel, das deine Familie seit Generationen weitergibt? Mit dem du immer angibst? Als ich sie poliert habe, ist sie mir aus der Hand gerutscht. Oh nein. Oh je, meine Vorfahren werden mir niemals verzeihen. Werter Herr, verzeiht die Störung, aber könnt ich bitte ein Zimmer bekommen? Oh, willkommen, natürlich. Wir freuen uns stets über Gäste. Schade um die Vase. War sie sehr teuer? Sie war wie ein Kronjuwel und wird seit Generationen meiner Familie weitergegeben. Von all meinem Besitz lag nur sie mir am Herbitzen. Alles zerfällt mal zu Staub. So ist der Lauf der Welt. Das muss man akzeptieren. Aber mein Familienerbstück, das kann ich nicht akzeptieren. Ob ich die Scherben wohl zusammenkleben könnte? Er lernt es nicht, ne? Wir haben in letzter Zeit alles gegeben, also sollten wir hier Kraft tanken. Dem Himmel sei Dank, ich könnte eine Pause gebrauchen. Verehrte Gäste, bitte kommt in den Speisesaal. Wisst ihr, ich habe früher Theater gespielt. Ihr werdet es nicht bereuen. Lasst es euch schmecken und lehnt euch gemütlich zurück. Das klingt nicht uninteressant. Okay, jetzt sollen wir zum Theater gehen. Na, bist du ein Reisender? Was will sie denn jetzt von mir? Sieh mir beim Tanzen zu. Je größer mein Publikum, desto mehr komme ich auf Touren. Tut mir leid, ich bin nicht in der Stimmung. Such dir jemand anders. Ach, du bist wohl nicht interessiert, was? Dieser Mann ist noch mürrischer als sonst. Sein Pflichtbewusstsein ist stark, darum ist er so angespannt. Ist doch verständlich in dieser Lage, oder? Wir sollten uns alle in unserem Zimmer ausruhen. Janto?
Wer hätte das gedacht? Interessierst du dich fürs Tanzen oder für die Dame? Nein, das ist es nicht. Ich will nur... Hey, du da drüben, Großer. Willst du mich vielleicht tanzen sehen? Ah, Verzeihung, ich habe mich wohl getäuscht. Gehen wir. In Ordnung. Was steckt dahinter? Mist, warum müssen wir hier Zeit verschwenden? Mann, ich kann nicht verstehen, aber Wut repariert die Brücke auch nicht schneller. Kanata hat recht, wir dürfen nicht unachtsam werden. Das Problem ist und bleibt der Geroid. Wir haben seit dem letzten Mal nichts mehr von ihm gehört. Aber wir legen uns besser eine Strategie für ihn zurecht. Der Geroid ist die neueste Waffe des Imperiums und beruht auf Vulkusu-Technologie. Sein künstliches Energiesystem verleiht ihm gewaltige Stärke und erlaubt ihm auch lange Kämpfe durchzustehen. Das klingt, als wüsstest du eine Menge über das Ding. Mein Vulkushut ist für eine befehlshabende Offizierin konfiguriert. Er hat Zugriff auf alle vertraulichen Daten der Armee. Als ich mich in Yugbury erholte, brachte ich viel über den Geroid in Erfahrung. Sehr schlau. Der Geroid sieht also aus wie ein Mensch? Er ist sterblich, aber in seiner Brust sitzt ein organischer Befehlschip. Dieser enthält KI-Schaltkreise für Kampfsituationen und steuert sein Handeln. Solange dieser Chip bleibt, wo er ist, kämpft der Geroid über... Ob er will oder nicht. Ob er will oder nicht? Ist es eine Art Gehirnwäsche? Etwas in der Art. Jemandem seinen freien Willen zu rauben, ist unverzeihlich. Zu wissen, dass die Menschen... dass sie Menschen waren, erschwert den Kampf gegen sie. Morgen, wenn wir von hier aufbrechen, schmieden wir eine schnelle Strategie gegen den Geroid. Die Brücke müsste jetzt repariert sein. Gehen wir dorthin. Und ob die Brücke repariert ist, das und vieles mehr erfahrt ihr im nächsten Part. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Drohout rein. Tschüss.